Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder ein ganz einfaches Rezept. Wir machen heute ein Dessert und zwar einen Schoko-Cheesecake im Glas. Ja, sowas von köstlich ist das Ganze. Das müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und damit ihr das könnt, zeige ich euch das Ganze jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und Nachmachen. Als erstes gebe ich die Butter in einen kleinen Topf und lasse das bei niedriger Stufe auf dem Herd schmelzen. Wenn die Butter jetzt auf dem Herd geschmolzen ist, wird sie ganz kurz mal an die Seite gestellt. Nun benötigen wir unsere Butterkekse. Die kommen jetzt hier in den Zerkleinerer. Jetzt kommt hier noch der Deckel drauf und dann wird das Ganze richtig schön klein gemahlen. Wenn ihr so einen Zerkleinerer nicht habt, gar nicht so schlimm. Ihr könnt einen Mixer nehmen oder das Ganze einfach in einen Gefrierbeutel geben und mit dem Nudelholz richtig schön klein machen. Nachdem die Kekse jetzt zu Krümel verarbeitet worden sind, gebe ich die geschmolzene Butter noch mit dazu. Einfach hier reingeben und noch mal kurz so ein bisschen verrühren lassen von dem Küchengerät. Ja, dann haben wir unseren Kuchenboden sozusagen dann schon fertig und können den auf unsere Gläser verteilen. Ich gebe immer so etwa 1 bis 2 Esslöffel hinein und mit einem kleinen Löffel könnt ihr das Ganze auch noch etwas andrücken. Jetzt kommen die Gläser in den Kühlschrank und wir machen weiter mit der Schoko-Käsekuchenmasse. Für die Schokoladen-Käsekuchenmasse habe ich jetzt hier wieder einen Topf. Da gebe ich jetzt die Schokolade rein und lasse sie bei ganz geringer Hitze hier im Topf schmelzen. Ihr könnt es natürlich auch über ein heißes Wasserbad geben. Nachdem die Schokolade hier im Topf jetzt geschmolzen ist, stelle ich sie mal eben an die Seite, denn es geht jetzt mit dem Rührgerät und folgenden Zutaten weiter. In meine Rührschüssel, da kommt als erstes die Mascarpone rein. Gleich mit dazu kommt noch der Frischkäse, der darf natürlich beim Käsekuchen gar nicht fehlen. Zum Süßen habe ich heute hier Puderzucker und für den kräftigeren Kakaogeschmack Backkakao. Das werde ich jetzt mit meinem Rührgerät einmal kräftig verrühren. Jetzt kann ich meine geschmolzene Schokolade mit in die Schüssel geben und das Ganze weiter verrühren. Nachdem jetzt alles verrührt ist, habt ihr so eine richtig schöne Schokokäsekuchenmasse, die super cremig geworden ist. Ja, die kann jetzt auf die Gläser aufgeteilt werden, entweder in einen Spritzbeutel füllen oder einfach mit Löffelchen hineingeben. Ja, die Creme ist super fluffig. Schaut mal, die geht hier so leicht vom Löffel runter. Wie so eine Mousse. So sehen die jetzt hier aus und ja, die kommen jetzt für circa 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank und dann können wir noch ein leckeres Topping fertig machen. Für mein Topping, da brauche ich jetzt Sahne und zwar steif geschlagene Sahne. Dafür gebe ich jetzt hier in mein Gefäß einmal die Sahne hinein und ein halbes Päckchen Sahne steif. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer in die Infobox. Ja, und jetzt wird es einfach nur noch steif geschlagen und zwar mit dem Schneebesen. So, die steif geschlagene Sahne könnt ihr jetzt zum Beispiel in Spritzbeutel geben und auf das Dessert verteilen.
Zur Sahne gebe ich jetzt natürlich noch mal gehackte Schokolade mit oben drauf. Und was auch sehr gut passt, ist zum Beispiel Krokant. Oder in dem Fall nehme ich heute mal gehackte Mandeln. Ja, schon ist es fertig. Dieses köstliche Dessert, das müsst ihr einfach ausprobieren. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Es ist auch wirklich super einfach gemacht. Und ja, schmeckt einfach mega lecker. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze hier zuzubereiten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund, ihr Lieben. Dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Rezeptewelt. Tschüss!